Das sollte es auch mal online geben im Multiplayer-Modus. Das wäre mal eine geile Killstreak. Pointstreak, Entschuldigung. Oh, Price. Ja, mach das. Was? Okay. Oh, schöner Effekt. Ja, ich laufe, Mann, ich laufe. Oh! Ja, das muss jetzt natürlich noch kommen, ne? Ich hätte auch nicht einfach gehen können und mir die Umgebung angucken können. Oh! Ja, danke für die frühe Warnung. Oh, Leute! Juri! Juri! Ich kann das Rutschen kontrollieren? Ey, geil! Oh. Oh. Nicht auf dem Stein. Genau, rettet mich. Das wäre echt nice von euch. Aber das stelle ich mir echt mies vor. Das stelle ich mir echt mies vor. Wenn ich da selber so wäre. Boah, ne. Ey, das sieht aber jetzt die Textur von dem Stein. Alter, das sah gerade aber gut aus. Ja, die Grafik baut sich erst noch auf hier. Da ist er, da ist Juri. Juri! Wir brauchen ihn, wir schnappen uns Makarov. Makarov. Wer zum Teufel ist denn Juri? Deine Mutter. Jetzt sagt er, weißt du, Soap, ey, ich rette dir den Arsch hier. Carpe diem. Die Wahrheit, immer das erste Opfer. Nutze den Tag, mein Freund. Ja, ich weiß, ich bin, ne? Carpe noctem eher. Carpe noctem, nutze die Nacht. Aber wer definiert, was wahr ist? Ich bin die Wahrheit. Einfach, oder? Nein, Spaß, Leute. Ihr denkt, ey, wenn ihr euch das anguckt, denkt ihr, ich habe das größte Ego der Welt. Das ist nur Spaß, ne? Das stand gerade SAP. Die benutzen auch hier kein SAP. Wahrheit. Ich hoffe mal nicht. Ist eine Frage der Perspektive. Genau. Die Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt. Oh. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Ich nicht. Ich mach gar nichts. Aber ich darf jetzt den Präsidenten beschützen. Das ist eine geile Mission. Das ist eine echt geile Mission. Ich hab schon ein Video von gesehen. Das ist echt cool, ey. Ich habe auch noch nie so eine Mission gesehen, ohne Scheiß. Wenn ich... Das ist, denke ich mal, eine der besten Missionen, die ich je irgendwo gesehen habe. Ich glaube, da wird der Wolverine mir auch zustimmen. Das ist echt cool gemacht. Präsidente? Ich bin bei dir, Präsidente. Und da ist die Tochter vom Präsidenten. Ja, Baby, jetzt wartet auf mich. Wir wissen doch beide, was letzte Nacht passiert ist. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn. Was wirst du ihm sagen? Wirst. Die will er nicht hören. Hierin. Er hat keine Wahl. Ich bin der Präsident. Und ich bin deine Mutter. Ich bin die Mutter deiner... Wir sehen uns beim Essen. ...ungeborenen Tochter. Ich bin der Vater deiner ungeborenen Tochter. Ey, bleib hier, Baby! Nein! Nein! Vasili. Vasili? Das muss ich jemandem erzählen. Der heißt nämlich mit Nachnamen so. Aber wird anders geschrieben. Der freut sich. Oh, ich bin ready. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Frieden oder Krieg. Leben oder Tod. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden im Westen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Also sieht jetzt auch nicht schlecht aus, so die Anzüge. Guckt euch mal die Anzüge von denen an. Ich meine, im Video ist es sowieso... Boah! What? Wer hätte das jetzt gedacht? So, das ist jetzt sowas von krass. Runter. Ja, ich beschütze den Präsidenten mit meinem Leben, mein Freund. Auf sowas wartet der Wolverine bestimmt auch. Dass die sagen, Soldat Wolverine, beschützen Sie die Präsidentin. Angela Merkel.
Das ist so krass gemacht jetzt hier. Das ist cool, ey. Vor allen Dingen. Ah, du bist ein Feind. Das erkenne ich jetzt nur an den roten Umrandungen. Vor allen Dingen das Geilste ist, die kapern ein Flugzeug. Und kacken dann hier selber so ab. Ja, genau. Tochter? Nein, Mann. Das ist meine Bitch. Ich bleib bei meiner Bitch. Wow, 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 wow. Bleib mal ruhig, Leute. Keine Angst, ey. Ich bin schon da. Was? Was war das denn? Krieg ist die Wissenschaft der Zerstörung. Warum? Was hat er denn gemacht? Kann ich mir nicht meine Waffe aufheben? Ah, okay. Ja, toll, dann nehme ich hier die. Nicht die Schrotflinte. Oh, vielleicht doch. Nein! Jetzt lade ich gerade nach. Ich glaube es nicht. Lass die mal schön in Ruhe. Von hinten? Ich bin bei dir, Baby. Ich bin bei dir. Alena. Präsidente und Alena sind da. Oh, Baby. Das ist jetzt krass. Ist das das? Das ist jetzt so krass, ey. Oh, nicht gesehen. Muss man sich mal überlegen, ey. Bam, Junge. Alter. Das ist mal scheiße krass, oder? Halleluja. Da will ich nicht drin sein in dem Ding da. Bam. Halleluja. Reiß einfach das Flugzeug ab, ey. Was ist los, Mann? Ich bin da, ja. Commander Pudovkin. Ich weiß, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. Ja, Mann. Boah, krasser Shit, ey. Wie gesagt, das Spiel ist sehr authentisch. Das muss man sehr schon sagen, ey. Grafik ist auch nicht so schlecht. Also Multiplayer ist jetzt nicht so eine gute Grafik wie hier. Habt ihr ja gesehen in den Videos, aber das hier sieht schon ganz gut aus. Ist ja meistens so, dass der Multiplayer eine etwas schlechtere Grafik hat als der Singleplayer. Hier kann man ja alles gut timen und gut skripten. Da muss man ja nicht aus der Karte raus oder irgendwie so. Tochter, Baby. Oh, du siehst nicht mehr so gut aus, da will ich dich nicht mehr. Du sahst mal besser aus, Baby. Ich will eine andere Waffe. Was? Du warst. Danke. Wow. So, jetzt habe ich endlich eine Waffe. Wo bringen die denn alle hin? Die wollen alle weg, aber irgendwie... Ich weiß gar nicht, wo ich sie hinbringen würde. Oh, da geht's ab.
Wow, wow, wow. Auch so wenig Munition. Schuss, meine ich. Wow. Ja, ist ja gut. Ist das ein Feind? Hey Leute. Im Krieg tut man viele finstere Dinge. Hey, das wird zu schnell weg. Wow, wow, wow. Das war ein guter Speicherpunkt hier. Haben die alle Anzüge an? Das sieht irgendwie so aus. Gehen wir mal langsam voran. Ey, was? Oh, danke, mein Freund, danke. So ein Witz, ey. Jetzt die andere Richtung. Ich wollte ein bisschen flankieren hier, aber irgendwie will er das wohl nicht. So, mein Freund. Jetzt das dritte Mal. Wow, wow, wow. AK-74U. Alter, was geht denn hier ab, ey? Na, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin echt genervt gerade. Mindestens hier, ey. Ja, sollten wir vorher ein paar Namen da stehen haben, ey. Ah. Bist du cool, ey. Ist da noch einer? Lebt der noch? Ich glaube nicht. Du kannst auch nichts zu Ende bringen, mein Freund. Was er die anderen eben, der hat kurz Prozess gemacht, der Juri und so. Hä? Fallen die einfach um, ey. Einstellen, ja, Mann. Ah, der Präsident, ey. Oh, du siehst auch mitgenommen aus. Ah, das ist gar nicht der, da ist der Präsident. Oh, der ist auch mitgenommen aus. Wir haben deine Tochter, Mann. Wir haben deine Tochter. Keine Angst. Keine Angst. Ich beschütze sie persönlich. So, ich mach mal auf, ne? Mal gucken, was jetzt passiert. What the fuck? Makarov. Boah, siehst du cool aus, Mann. Bam. Hat der mich gekillt.